Oh, ich brauche Kugeln. Das Gute ist, der Kapitän ist gerade am Steuer. Das heißt, sein Schiff läuft gerade schön voll. So. Alter, Schwede. So, erstmal ein Käffchen trinken. Oh, ich zitter voll gerade. Ja, auch gerade aufregend, aber langsam geht uns wirklich alles aus. Das ist halt so ein reiner Materialdingens, wer halt länger durchhält. Oder wem halt als erstes die Ressourcen ausgehen. Ein paar Bretter habe ich aber noch. Oh, die schießen schon wieder auf uns. Das ist okay, die sollen wir sie in die Kanonen verschießen. Laufen immer noch voll, irgendwo haben wir noch ein Loch. Sag bereit, wenn wir schießen können. Ja, komm hoch. Au. Aber ich bin tot gleich. Ich auch. Kein Leben mehr. Ich bin tot. Und er ist wieder an unser Board gesprungen. Ja, ich bin tot, weil ich hatte keine Bananen mehr, ich konnte mich nicht mehr hochheilen. Ja, ich auch nicht mehr. Ja, jetzt gehen wir unter. Ja. War eine ganz schön lange Schlacht. Haben wir leider verloren, weil wir keine Ressourcen mehr hatten. Lord Gao. Das ist, glaube ich, der, oder? Vom anderen Schiff, oder? Ja, den habe ich gerade gekillt. Ahoi. Wie chatte ich hier eigentlich nochmal? Okay, jetzt haben wir wirklich... gehen wir unter. Wir haben keine Bretter mehr. Beziehungsweise, wenn du noch Bretter hast, ich halte gerade unser Schiff mit Eimern am Leben. Okay. Ich bin auf dem Weg. Aber keiner am Steuer und ich bin auf dem Weg. Wo muss ich hin? Bretter flicken. Okay. Also Löcher flicken. Wenn du noch Bretter hast. Ja, 3 Stück habe ich noch. Mach das unterste zuerst. So. Wollen wir uns mal zurückziehen? Ja, besser ist es. Einen taktischen Rückzug, weil wir haben eh nichts mehr. Wir haben keine Bananen mehr, wir haben keine Bretter mehr. Ja, beziehungsweise, nee, wir können jetzt auch einfach drauf gehen. Die sind genau vor uns jetzt wieder. So, ich habe mein letztes Brett jetzt gerade verballert. Mehr ist nicht. Wenn wir jetzt getroffen werden, dann war's das. Schiff, du hast ganze Arbeit geleistet. Ich bin sehr stolz auf dich. So. Haben wir noch Kanonenkugeln? Ich hab noch welche, aber... Ich hab noch 9 Kanonenkugeln. Hol die mal in die Ding. Gib's dir mir. Ja, wobei, wir gehen jetzt unter, oder? Wir haben keine Bretter mehr. Nee, ich hab alle geflickt. Jetzt habe ich aber keine Bretter mehr. Nee, oben sind noch welche. Auf zu schießen, gib mir die Kugel. Du triffst eh nicht. Ja, ist ja gut. Dreh mal ein bisschen, kannst du ein bisschen lenken? Ja, bin schon dabei. Oh nein! Ist dein Board? Weiß ich nicht, sehe nichts. Haben wir noch Bretter? Wir haben keine Bretter mehr, wir gehen definitiv unter. Beziehungsweise, nee, ich halte uns ja ganze Zeit mit Eimer gerade über Wasser. Sehr gut. Aber Banane bräuchte ich, ich bin so gut wie tot. Ich habe auch keine Bananen mehr. Wo ist denn das Schiff? Brauchst du Wasser? Hilfe mit Wasser? Nö, es ist hinter uns. Wir sind sogar ziemlich gut gerade, wir haben gar nicht so viel Wasser drin. So. Ich sehe das Schiff nicht mehr. Doch, da rechts bei uns. Achso, ja. Wir haben den gerade voll gerammt und ich glaube, der ist von Bord gefallen, weil er drauf springen wollte und hat es aber nicht erwischt. Und wir knarzen auch ganz schön, ey, aus allen Löchern. Ja, wir haben ja auch zigtausend Löcher. Ja, das ist echt so. Soll ich den mal rammen jetzt einfach? Ja, oh, der ist direkt vor uns. Achtung, ärgern. Der könnte gleich hier hochentern, glaube ich. Was, vor uns wo? Da. Ist einer an Bord? Ja, ach, ja. Aber ist tot. Okay, warte mal, Kanone. Ach man, das Drehen. Dreh mal nach rechts, volle Knecke. Bin schon dabei. Ich hab ihn gleich im Visier. Ich musste nur den gerade töten. Den Lord Gao, da hat er uns... Der war nämlich im Wasser und hat mich genau wie du des Dingens erwischt. Die Leiter. Ja. Aber es ist echt, ne? Die Kämpfe können sich da echt ins Endlose ziehen einfach. Ja, es nervt, dass die mehr Material hatten irgendwie anscheinend. Okay, die hauen aber auch ab gerade. Ich tu mal Segel richten. Ja, wir haben Gegenwind. Da ist nicht viel mit richten. Na gut, haben die aber dann auch. Naja. Gut, dann gehe ich wieder unter Deck und schaufel. Sensationell. Ja, ist ganz schön spannend hier gerade, muss man echt sagen. Ein Träumchen ist das.
Holen wir ein, weißt du übrigens, was das Lustige ist? Ich glaube, wir sind jetzt so weit hier hin und her geschwommen, dass wir jetzt direkt bei der Insel sind, wo wir den Schädel einsammeln hätten müssen. Ja. Na, dann lass doch hinfahren. Wir haben jetzt halt links haben wir die Insel, wo die Kapitäne das sind. Das Problem ist, okay, dann musst du auf die Insel gehen, Bretter suchen ganz schnell und ich muss hier ganz halt weiter schaufeln. Ach, die wenden also jetzt schon wieder. Kommen aber, die wieder zu uns, oder was? Naja, aber das sind auch Holzfässer gerade. Soll ich mal, ich gehe mal kurz von Bord und... Soll ich Anker setzen, oder? Nee, fahr weiter. Also, fahr am besten ganz weit, weil... Ich fahr zur Insel mal einfach. Naja... Lock die mal irgendwie weg, ich... Toll. Wir fahren direkt auf uns zu gerade wieder. Okay, hier sind Bananen. So, immerhin habe ich jetzt... Wir haben ja ein paar Bananen, aber leider keine Bretter hier in den Kisten. Achso, du müsstest übrigens auch Wasser schöpfen. Es ist gerade etwas schwierig. Ich weiß, wir sinken gerade, weil ich höre... Ah doch, ich habe Holzbretter, geil. Oh oh. Ja, ich brauche die dringend. Wir sinken nämlich, und zwar mega. Ja, ich schwimme schon zur Meerjungfrau. Geh mal schnell unter Deck und versuch so lange wie möglich zu löffeln. Das war immer so lang, jetzt haben wir so lange gekämpft, dass wir genau bei der Insel dann jetzt waren, wo die Kapitäne sind. Ach, da bist du ja. Geil. So. Wo sind die? Ich sehe sie nicht mehr. Ja, bleib mal am Steuer. Ich mach das hier unten schon. So, ich drehe mal eben bei. Hinter uns sind sie, hinten rechts. Ich sehe sie gerade. So. Ich glaube, die verfolgen uns auch gerade nicht mehr, oder? Ja, dann wir sie. Wir haben jetzt wieder Munition und alles zu. Ja, die sind jetzt zu weit weg, das kannst du vergessen. Na, wenden, das geht schon. Ja, weißt du, wenn die jetzt abhauen, heißt es, dann haben sie kein Ding mehr. Ja, aber schau mal, die sind ewig weit weg. Wo denn? Da hinten. Ist rechts oder was? Nee, ist links. Ja, meine ich ja. Ja, da kommen wir schon noch hinterher. Ich rede. Ja, aber ist halt die Insel, wo der Pirat ist gerade. Ist halt rechts. Weil die holen wir halt nie wieder ein. Da können wir halt dann fahr zur Insel. Oder? Ich weiß es nicht, die sind direkt vor uns. Die werden uns halt ärgern wahrscheinlich. Wenn die jetzt sehen, dass wir zur Insel fahren. Nee, die haben gewendet, die kommen auf uns zu. Sicher? Fahr zu denen. Ja, die fahr zu denen, die kommen auf uns zu. Ah nee, sorry, nee, die fahren weg. Nee, dann fahr zur Insel. Okay. Weil das müsste die Insel nämlich sein, wo wir genau sind. Ja, da müssen wir uns mal wieder auf. Kapitän einfach und dann ist gut. Ach Mann, ey, ich hätte die schon gern versenkt. Naja, aber die waren jetzt zu weit weg. Das ist dann nicht so prickelnd. Ja, dass das die Insel ist? Ja. Ja. Dann tu aber so, dass wir irgendwas zwischen uns haben und denen, weil wenn die sehen, dass wir jetzt zur Insel fahren, dann werden sie sich denken, oh, leichte Beute. Ja, ich werde jetzt einfach wenden. Ich werde jetzt einfach die Insel einmal umfahren. Achso, dann lasse ich mal sehen, wieso. Weil dann sehen die nämlich nicht, dass wir an der Insel andocken. Warte mal. Nee, die fahren immer noch weg. Okay. Ja. So, dann jetzt fahren wir einmal hier rum. Dann sehen sie uns nämlich nicht mehr. Naja, die haben ja gesehen, wohin wir gefahren sind. Aber. Ja. So, das war schon sehr geil, aber leider war es ein Unentschieden. Ich habe irgendwie das Gefühl, die waren aber auch zu dritt. Oder ich kann es mir nicht erklären. Die so oft, wie wir die gekillt haben. Naja, die waren auf jeden Fall zu dritt oder zu viert. Auf jeden Fall nicht zu zweit, weil... Das war echt schwer, die überhaupt da... Und jetzt stell dir mal vor, du bist alleine. Wir sollten jetzt auch am besten, wenn da... Ja, alleine hast keine Chance. Das ist... ja. Wir sollten jetzt auch so machen, dass einer den Skelett killen geht. Oder... Ach nee, es sind ja drei, ne? Das sind nee, drei, zwei. Ja. Nee, zwei. Nee, hier müssen es drei sein. Nee, das war vorhin anscheinend. Hier sind wir jetzt nur zwei. Habe ich gerade geguckt. Stimmt. Weil dann kann der eine wenigstens, wir können mal wieder hier alles einsammeln, wobei. Ah, brauchen wir nicht. Wir fahren ja dann hier zum Außenposten und dann geben wir die Schädel ab, jeder einen in die Hand und dann. Wo kommt man hier jetzt? Da, rechts. Wo die Palmen sind eigentlich. Aber das ist doch auch kein wirklicher Strand, wo du hochkommst, oder? So ein Dingens. Doch, da kommt man hoch. Na okay, dann fahren wir da jetzt mal hin. Lalala, ist das ein Wrack da? Ja, solltest du nicht rammen. Ich mach mal kurz Segel komplett, damit du mal
Ja, dann kommen wir dann nämlich auch rum. Sehr schön. Können wir in das Wrack da unten noch reintauchen, ne? Ja, nee, da ist nichts. Das ist immer das. Gehört zur Insel. Okay. Willst du ein bisschen Segel wieder machen? Dann können wir da mal durchfahren. Oder das versuchen, ob das funktioniert. Das geht, das parke ich immer. Warst du öfter hier, oder was? Auf Urlaubsreise? Klar, Crooked Masts. Da, wo die Frauen leicht bekleidet sind. Geil, aber der Winkel ist etwas schwierig. Oder? Ach, geht sogar. So. Oh, stell ich jetzt meine Kugeln mal. Nur meine Kugeln wieder in die Kiste. So. Zack. Hervorragend. Wir hatten echt nur noch 10 Kugeln übrig. Ja, wir haben jetzt echt einiges verballert. Aber das Tolle ist, die anderen auch, und wir sind nicht gesunken, möchte ich betonen. Ja. Jetzt hätte ich gerne, aber ohne Mist, ich hätte echt gerne was, dass du dein eigenes Bild dann hochladen kannst, wo du praktisch auf die Segel packen kannst. Ja, das wäre cool. Weißt du, stell dir mal vor, du hast dann so ein, keine Ahnung, hast dann einfach so einen riesen Logen, hier ist dann, oh, um Gottes Willen, da kommen die zwei Idioten wieder. Ja, genau. Schnell weg. Schön viele lebende Viecher hier gerade. So, ich tu mal wieder ein paar, na, wobei. Naja, ist ja jetzt eh die letzte Schädelgeschichte hier, ne? Ja. Dann bauen wir immer das Schiff auf, munitionieren. Ganz schön viel los hier. Ach, diese Schlange, ey. Ich hab's aber gesehen, wie sie sich angespuckt hat. Ja, das ist echt nervig. So, ciao. Ich glaube, der Kapitän spawnt gerade, ne? Und ich guck mal eben, habe ich hier Bananen irgendwo hier? Es gibt Bananen im Übrigen, falls du brauchst. Ja, hab schon. So. Coole ist, das habe ich nämlich auch noch nie bemerkt, für jeden Treffer, also immer wenn du das Schiff feindlich oder ein anderes Schiff triffst mit der Kanone, kommt so ein Geräusch, also so ein Instrument. Ja genau, so ein Dödöm, so eine Fanfare. Ja genau. Das war gerade so viel, ich dachte immer so, weil es ja immer höher wird, so nach dem Motto, cool, jetzt müssten sie gleich sinken, aber nö, es ging einfach immer weiter hoch. Nee, das ist, glaube ich, du kriegst irgendwie, ich glaube, du kriegst ein Achievement, wenn du ein paar Angriffe hast, die immer in der gleichen, wenn du ein paar Mal hintereinander triffst direkt, dann wird der höher, dann kriegst du ein Achievement irgendwann, glaube ich. Ah, okay. Ich glaube, ich habe da irgendwas gesehen, so Meisterkanonier oder sowas gibt's dann. Oh ja. Sag ich tut. Du den Schädel schon mal weg gefüllt, und du kannst ja mal den nächsten Captain killen. Jo. Die spawnen übrigens auch gerade hier, wo ich langlaufe. Weiß ich, hab ich gesehen. Oh, irgendwie den Frieden nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, die wollen sich nochmal rächen. Die kommen nicht mehr. Das glaube ich nicht, dass die nochmal kommen. So, und falls ihr zufällig diese Aufnahme hier guckt, hallo! War ein schöner Kampf. Solltet ihr das jemals finden, dieses Video? Aber nicht okay, dass ihr wen in der Stadt angegriffen habt. Genau, das ist nicht okay. Darum sind wir eingeschritten. Auch wenn wir nicht viel ausgerichtet haben, aber hey. Ich glaube, wir haben die schon geärgert. Ja. Aber die haben wahrscheinlich Alter, auch. Alter, ich hasse das, wenn die Skelette wegrennen. Ja, zu spät. So. Captain Stowaway Thomas. Aua. Au. Naja. Das sind jetzt schrottige Schädel hier. Hat sich nicht wirklich gelohnt. Aber gut, gehen wir nochmal ab. Ich muss echt sagen, ich finde es echt cool, dass wir nicht gesunken sind. Haben wir uns gut geschlagen, ja. So, Fahrt abgeschlossen. Hervorragend. Fand ich auch gut, weil ich konnte so echt üben, mal ein bisschen das Zielen hier. Ja, das ist halt gar nicht so einfach, ne, mit den Kanonen. Nee, es hat schon was. So, wo ist denn hier der nächste Außenposten? Galleon's Grove, Grave. Nordosten war das, ne? Ja. So. Oder wir nehmen den Ancient's. Wo sind die gefahren? Nach Norden oder nach Osten? Nach Süden. Oh, das weiß ich nicht mehr. Wir sind einmal gewendet, die sind nach Norden gefahren.
Warte mal, lass den da unten nehmen, den Ancient Spire. Wohin? Süden. Okay. Direkt nach Süden. Ja. Okay. Bin ich auf dem... Ich dachte, da ist gerade jemand hochgesprungen, jetzt hat das Schiff geändert, aber warst du das? Als ich so, fünf, als hätte jemand den Säbel gezogen. Ja, habe ich auch. Warte mal, du musst ein bisschen mehr nach Osten, also so ein bisschen eher östlich als westlich. Also Süd-Südost. Ja, quasi. Aber auch nicht so stark, also das... Ja, so passt's. Okay. So. Geilomat. Brauchen wir auch gar nicht anlegen. Jeder nimmt sich einen Schädel und dann haben wir einfach voll die Insel. Das stimmt eigentlich, ja. Wir haben bloß zwei Schädel, ne? Ja. Ja, nachdem wir danach eh Schluss machen, ist eh wurscht. Ja. Das Schiff hat gute Dienste geleistet, aber naja. Ja, und vor allem gefühlt sind die Schiffe jetzt halt auch, also so ein Schiff ist jetzt halt total fragil. Die Bretter lösen sich dann immer total schnell. Ach Mist, da vorne ist ein Wrack. Wo? Das müssen wir natürlich noch schauen. Wo denn? Da wo die, einfach gerade weiter aus, weiter. Ach, da, ich sehe es, ja. Da war bloß gerade Segel davor. Müssen wir uns natürlich nochmal angucken. So, ich tu mal die Bretter in die Kiste. Jawohl. Sicher ist sicher. So, ich setz mal kurz auf das Kurs auf das Schiffswrack. So. Sehr, sehr gut. Ach ja. War ein tolles Ründchen. Ja, war lustig. La la la. La 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 la. Bisschen rechts, ne? Naja. Ich frage mich im Übrigen, ob das Schiff irgendwann mal so fragil sein kann, dass es einfach auseinanderbricht. Naja, du. Ich glaube, wir haben schon an allen Stellen, wo ein Loch spawnen kann, haben wir ein Loch. Weil die spawnen ja auch immer an den gleichen Stellen im Prinzip. Na genau. Deswegen, ich glaube, viel mehr kann nicht mehr löchern hier. Nee, aber dass du halt irgendwie so eine Grundstruktur hast. Weißt du, was ich meine? Dass du sagst, naja, noch ein paar Schuss, dann kannst du es irgendwann gar nicht mehr flicken. Ja, das kann schon sein. Ups, das machen wir gleich ein bisschen früh. Nein, ja, passt schon. So. Oh je, das war viel zu früh. Warte mal, da fahren wir nochmal näher hin. Das ist echt zu weit. Mach mal Anker nochmal hoch. Na, schwimmt so runter, passt schon. Okay. Ich fahre dann schon mal ein Stückchen weiter. Ja, Bloody Death, das ist nochmal ein guter Name. Sehr gut. So. So, oder? Na, ein bisschen mehr einschlagen. Du fährst gerade dran vorbei. Mach mal Segel ein bisschen weg. Also du musst ein bisschen... Oh, jetzt bist du noch weiter weg. Ja, wo ist denn das Schiff? Ich seh bloß den Mast da, den Dingen. So, wo ist denn das Schiff? Ja, das ist ja da. Hier bei mir. Ja. Weil hätte ich doch das den... Volle Knecke wenden und dann... Naja, aber ich dachte, dass das da schon... Dass das da schon längst ist, dann... Das ist immer schwierig dann zu differenzieren, wie das Schiff halt an der, wo das Schiff da genau drin liegt. Ja, das stimmt. Ach ja. Ja gut, Bretter. Das ist gerade. Oh, ein Schädel. Juhu. Wasserfilter. Und hier ist noch eine Gewürztruhe oder irgendwas. Also hier im untersten Deck ist noch was. Jetzt stehst du gut. Ja, hab ich mir gedacht. Ist noch was unten, oder? Ja, im untersten ist noch die Kiste. In diesem Gefängnis, oder was das ist. Okay. Dürfen wir doch nicht die Insel rammen. Haben wir jetzt doch ein paar mehr. Ja. So. Im Gefängnis hast du gesagt. Ach, da hinten. Truhe des Seefahrers. Sehr gut. Haben wir. Geil. Oh, komm, lass mich halt raus. Oh, ich hasse alle diese Schwimmsteuerung hier, ne? Ja, das ist halt, weil das Schiff so schräg ist, ja. Das ist echt... Oh. Nochmal beim Kapitän. So, also die Truhe habe ich. Mehr habe ich jetzt nicht gesehen auf die Schnelle. Ja, ich glaube, ich sehe jetzt auch nichts mehr. Da hinten ist auch nichts mehr. Okay, passt. Ja. Ja, komm. Geh hoch.
So, hervorragend. Dann bringen wir die Truhe mal weg. Aber es war keine Gewürztruhe, es war eine Truhe des Seefahrers. Ja, die ist leider auch nicht so viel wert. Na, aber Kleinvieh macht bekanntlich auch Mist. Oh, Mast, Mast, Mast. Ja, das wird eng. Nochmal Segel. So. Ha, nicht gerammt. Sehr gut. Wo müssen wir hin? Ah, nach Osten, Südosten. Stimmt irgendwas im Wasser? So ein Fass, oder? Oder ist es eine Kiste? Wo? Hier sind Fässer. Wo denn? Direkt vor uns, jetzt rechts. Ja. Ja, stimmt. Warte mal, nee. Achso, nee, ach so. Nee. Andere Richtung, ist, wir müssen noch ein bisschen mehr Süden. Na gut. Ach, da hinten ist ein. Nee, ist ein Turm. Ja, immer geradeaus jetzt. Immer geradeaus jetzt. Segel nach rechts, ja. Ja. Viel wird das aber nicht bringen, glaube ich, oder? Ah ja, geht so. Hervorragend, hervorragend, hervorragend. Das ist doch sensationell gut. Bist du vom Bord gesprungen gerade? Ach nee. Nö, nö. Sag grad, als wärst du hinten vom Bord gesprungen. Niemals. Ich bin noch nie vom Bord gefallen. Glaube ich dir sofort. Aber cool. Bis auf dass du einmal gestorben bist, haben sie uns kein einziges Mal gekillt. Das stimmt. Aber gut, wenn du halt keine Bananen mehr hast, ne, dich nicht hochheilen kannst oder bloß so mit 5 mm Lebenspunkten da bist, dann ist halt schwierig. Da reicht's halt auch, wenn die Kanonenkugel so neben dir einschlägt, weil. Weil ist echt krass, die haben einiges geschafft. Die hatten 100 Pro noch einen Spieler, weil. Ich habe ja ganz am Anfang noch, wo wir bei der Stadt waren, habe ich es ja geschafft mit der Kanone. Da hat ja einer gerade das Fass gehalten. Mhm. Ich habe ja das Fass getroffen und da sind beide, die auf dem Deck standen, gestorben. Und das Fass ist auf dem Schiff explodiert. Das macht ja einen heiden Schaden. Ja, das stimmt. Die sind ja trotzdem nicht untergegangen. Nee, die waren mindestens zu dritt. Ja. Und ich glaube auch, wenn du das kleine Schiff hast, nur bis zu viert zum Beispiel, dann glaube ich, dass das echt cool ist, weil du hast halt wirklich jemanden Segel, Steuer, Bretter, Kanonen. Du hast halt für alles halt einen Punkt dann. Das stimmt. Ja, vor allem ist es wahnsinnig viel wert, wenn du einen hast, der sich die ganze Zeit nur um Schiff kümmert. Na genau. Das ist, da bist du ja wirklich fast unsinkbar. Bei der Galeone ist glaube ich schwerer, weil da hast du wirklich über 50 oder halt zwei Ebenen, wo Löcher entstehen können. Ja, da brauchst du halt, das ist halt mit den mindestens, also brauchst du halt mindestens 4 Spiele, damit es halt gut geht. Aber trotzdem, wenn du 6 bis 8 hast, was ja bei der Galeone das Maximum ist, 8 Stück, dann das brauchst musst du auch. Musst du ein bisschen links. Naja, ich sehe es gerade. Weil sonst kannst du das halt vergessen, das funktioniert halt sonst nicht. Ja. Weil es halt echt nicht ohne ist, was die dir da an Damage wegprügeln. Und vor allem halt nur, wie gesagt, nur über die 2 Ebenen halt, ne? Das ist halt das extrem Schlimme. Ja, das stimmt schon. Ja. Ausposten. Cool, cool. Ancient Spire. Aber war doch lustig. Das sind so die Momente, wo man halt schon Abenteuer hat in Sea of Thieves. Das stimmt. Das hatten wir auf jeden Fall. Das ist aber auch viel besser, wenn man sowas halt machen kann und weiß, man hat nichts zu verlieren. Ärgerlich ja, wenn du halt wenn du jetzt halt, wenn wir die garstigen Schädel gehabt hätten und uns wäre das passiert, was dem anderen Schiff passiert ist, dann wäre es wieder so ein mega frustrierender Moment gewesen. Ja, also wenn du halt wirklich dann, keine Ahnung, da für 5000 Segel. Fahr mal an den Strand. Nicht an den Steg, fahr mal an den Strand. Das okay. Müssen wir nicht so weit laufen immer. Vor allem, wenn du halt wirklich diesen Punkt hast, ne, dass du halt dafür ein paar tausend Gold hast oder wenn du vom Raid gerade kommst und das halt wirklich für 10, 20.000. Wenn wir mal Anker, ich habe zu weit nach links angehängt. Wenn du für 10.000, 20.000 Gold halt Sachen dabei hast und dann stirbst du halt. Ja. Das ist halt mega ätzend. So, ich nehme den hasserfüllten Schädel, der ist mir wert. Nehmen wir den gleich mal weg. Naja, nicht so perfekt wie du geparkt, aber. Alter, das Schiff dreht sich noch die ganze Zeit. So, zack, weg mit dir. Naja, 582 mit dem hasserfüllten Schädel ging mir sogar. Na, da hat vorhin 600 irgendwas gegeben, also. Bin schon nicht schlecht. Aber. Ja. So. Das ist der letzte Schädel, ne? Mehr haben wir nicht mehr.
Ja, hab grad die Truhe abgegeben. Okay. So, jetzt muss ich bloß noch irgendwann auf die Idee kommen, Sea of Thieves mal zu schneiden für YouTube. Ich habe die Streams auch noch geschnitten. Ei. Bin ich noch dabei. So, zack. Hervorragend. Ich müsste doch jetzt in den Rang gestiegen sein. Ah ja, Seelenorden 21, cool. Krass, du bist halt 18 gerade. Fast 19. Na gut. Jo, dann hätten wir es, würde ich sagen, ne? 31.000 Gold habe ich gerade. Schön. Oh Mann, ey. Naja, ich brauche keine Klamotten, weil ich finde dieses Black Dog Zeug halt echt cool. Ja, das ist schon praktisch. Das alles ins Schiff rein investieren. Ja, genau. Wobei das halt auch, ne, weiß ich nicht, 70.000 für so eine blöde Figur dann, das ist halt auch so, bäh. Die Figur wird mir nicht so reizen, aber dieser Anstrich, weil das selbst das Deck quasi dann anders aussieht. Also kannst du so ein weißes Deck machen oder so coole Dinger, das ist, glaube ich, schon schick. Ich hätte gern so ein schwarzes Schiff, das wäre halt geil. Geht ja auch, ja. Schau mal eben, was hat sie denn hier? Angebote ja, durchgucken. Die hat leider nur diese Schiffsrattenzeugs und so. Wobei, Herrscher hat sie, glaube ich, auch noch. Nee, nee, den Herrscher hier für 70.000, der sieht so schwarz aus. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Und Segel hat sie auch, die des Herrschers, die schwarzen. Und da, wie gesagt, hier hätte ich halt gerne noch, dass du so ein eigenes Logo draufpacken kannst. Das wäre schon echt geil. Das werden sie, glaube ich, dann machen, weil dann kauft sich ja keiner mehr dieses, außer es wird super teuer sein. Also Customizing halt kann und kostet halt 200.000 und kannst halt ein eigenes Logo hochladen. Musst halt bloß aufpassen, ne? Dass halt du auch, das werden sie auch prüfen dann, nicht, dass dann auf die Idee kommen, halt so ein Hakenkreuz da drauf zu machen. Ja, eben. Weil da hast du genug Spinner, die das halt machen werden. Oder Penis oder irgendwie sowas. Ja, genau. Wobei es auch ganz lustig wäre. Guck mal, guckst du auf das Schiff drauf, siehst du halt eine Frau mit den Brüsten halt. Wär ganz lustig. Das wird dir gefallen, ja. Oder so wie bei Neptunia. Dieses Spiel. Das war. Ach so, das, was du da gepostet hast. Ja. Das war irgendwie skurril. Ist also Anime-Figur, ne? Proportionen stimmen überhaupt nicht. Total das schmale Mädchen, aber Brüste halt, wo du denkst, so. Ja, das war ein bisschen skurril. Ich überlege gerade, ob ich mir den Säbel des Herrschers holen soll. Der goldene ist das, glaube ich, ne? Ja, das ist ein bisschen Prolo, aber... 10.000 kostet der, glaube ich, ne? Ja. Oder ich spare jetzt endlich mal. Ja, Drehleier des Herrschers, das ist so, weiß ich nicht. Ich finde halt, irgendwann ist dieser Reiz weg mit diesen kosmetischen Sachen, finde ich. Have a good day. Ich habe da nicht so... Ja. Bei so kosmetischen Sachen habe ich nicht so immer den Mega-Reiz, gerade so bei Charaktersachen. Bei so Schiffen, da geht's noch, wie bei Elite zum Beispiel, wo ich mir dieses rote Banner da gekauft habe, diese rote Leuchtfarbe. Das finde ich ganz cool, aber ansonsten weiß ich nicht. Ich bin da immer so... Ich bin da nicht so auf diesen Trip. Skins lasse ich mir noch eingehen, aber jetzt so diese Kompass oder Trinkbecher, das sieht ja eh kein Mensch. Also das siehst du halt selber dann, aber... Weiß ich nicht. Boah, es gibt einen mega coolen. Ist ein Xbox Controller Promotion. Was? Wo bist du denn? Es gibt einen mega. Ja, ich bin gerade auf dem Wiki vom Sea of Thieves und schau mir gerade an, was es so für Waffen gibt. Und es gibt eine mega geile. Aber. Die ist leider sackteuer. Wo gibt's die? Musst du die normal kaufen oder ist. Ja, beziehungsweise. Ja, weiß ich nicht. Da steht dann im Wiki nur. Man braucht den Xbox Controller Promotion. Wahrscheinlich. Ah, es gibt einen Sea of Thieves Controller, glaube ich. Beziehungsweise es gab eine Special Edition Sea of Thieves Xbox. Ich glaube, es gibt immer einen Sea of Thieves Controller, den du kaufen kannst. Ja, gut, das will ich jetzt auch wieder nicht. Vor allem, wenn du halt einen Elite Controller hast, ne? Da brauchst du halt keinen normalen Xbox Controller mehr. das müssten sie machen. Hast einen Xbox Elite Controller gekauft? Kriegst du irgendwas in Sea of Thieves? Ja. Ah, okay, nee, der Admiral schwert sich irgendwie cooler aus. Aber gibt's ja hier nicht in dieser Kapuff, wo wir gelandet sind. Also irgendwie, mir gefällt auch irgendwie fast gar nichts von dem Zeug, was du hier kaufen kannst. Das ist alles so. Ja.
Ich bin da halt echt nicht so für so die Mikrosachen wie diese Lauten und alles. Da bin ich halt echt nicht der Fan. Outfits, ja, lasse ich mir eingehen. Mit dem Black Dog Zeug, was ich hier hatte, weil ich ja diesen Pre-Order gemacht habe, finde ich, habe ich halt alles. Also ich brauche da irgendwie nichts mehr. You look familiar. Da gibt es doch irgendwie nichts, wo ich jetzt sagen würde, so, yay, das ist so mega geil, das muss ich jetzt haben unbedingt. Ja, weiß ich nicht. Ja, ist halt, da hast ja wirklich gar keinen Ansporn, außer aufzuleveln. Ja. Mystiker Lehrling, durch den Kauf der Beförderung beim Erreichen von Ansehensstufe 15 im Seelenorden erhältlich. Ich kann hier irgendwas kaufen. Ich habe irgendeinen Anstecker, den ich jetzt gekauft habe. Schön. Für 0 Gold im Übrigen. Ach, das sind diese Ränge, sind das. Das, was bei dir angezeigt ist. Ja, das Goldjunge, genau. So, jetzt bin ich Mystiker-Lehrling. Geil. Who are you exactly? aber selbst das kostet halt kein Gold, ne? Die könnten übrigens was machen und die könnten einen Strohhut hier einbauen. Einfach so. Ja, das wäre mal. Einfach so, ja, ich glaube, da kommt bestimmt noch jede Menge. Es gab ja jetzt auch letztens diese Aktion, wo du Scharfschützengewehr dir holen konntest. Das habe ich ja. Ein Gold. Ah, okay. Da ist ja so eine Flasche dran gebunden oben. Wo bist denn du gerade? Ich bin beim. Oder beziehungsweise, du kannst, glaube ich, noch gucken. Geh mal zum Waffenhändler und schau mal, vielleicht hat er die noch. Muzzle or Blade? Ich habe gerade nichts gesehen. Doch, hier eine Sniper. Ein Gold mit einer Flasche drauf. Auge des Weitblicks, Lounge Crew. Ja, okay. Hol dir das. Das ist so eine Aktion gerade. Also quasi umsonst. Habe ich mir geholt. Ich sehe dich, kaufe ein neues Auge des Weitblicks vom Waffenschmied. Da habe ich jetzt dein Achievement-Geräusch gehört. Weil es auf dem Tablet war. Nee. Weil es auf dem Tablet habe ich ja diese Xbox-App drauf. Und dann leitet er es ja komplett weiter. Einmal zum Rechner und einmal übers Mikrofon dann rein. So. Ja. Pistole des Herrschers, 13.500 für Auto, Weitblick des Herrschers. Ja. Ich bin da, weiß ich nicht. Ich finde da irgendwie, das bietet mir gar keinen Anreiz, irgendwie da Geld auszugeben dafür. Dann nehme ich lieber das Schiff, dann sieht das Schiff geiler aus als der Charakter, weil der ist mir relativ so. Ja, wobei ich mir halt denke. Meistens sieht man ja eher den Charakter als das Schiff. Naja, wenn du jetzt andere Segel zum Beispiel hast, andere Lackierung hast, das finde ich viel sinniger. Weil das siehst du halt tatsächlich dann, wenn du über die Meere streifst, als den Charakter dann. Und vor allem halt, wenn du dir den ja, oder halt den Becher, wenn du dir holst. Ich hab, holst halt von der den Geisterbecher, ja. Und so weiter, weil es ganz lustig ist, aber die nächste Stufe von dem Geisterbecher würde ich mir auch nicht holen, weil du siehst ja keinen Unterschied mehr. Doch. Ein bisschen, ja, immer, vom Design ein bisschen. Irgendwas bisschen mehr, ja. Aber, weiß ich nicht. Ist irgendwie nicht ganz so meins. Naja, dann würde ich sagen, mal einen Cut, oder? Jo. Geil. Ja, liebe Leute für YouTube, wenn irgendwann in 10.000 Jahren mal die Folgen online kommen, aus den Streams, den bisherigen, seit Release und so weiter, ja, dann kommt auch diese Folge hier. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Vielleicht vergrößern wir auch irgendwann mal die Crew. Die Wahrscheinlichkeit ist hier hoch. Und dann werden wir die richtigen brutalen Seefahrer. Dann werden wir zur richtigen Strohhutbande. Dann werde ich der König der Piraten. Strohhutbande, ey. Wieso immer das, ey? Ja, oder Jack Sparrow. Können wir auch machen. Finde ich super. Bin ich. Warum nicht die eigene Geschichte? Ist ja langweilig. Einsamer Fahrer, der halt über die See fährt und abgeschossen wird. Super, will keiner hören. Hey, wir hatten eine mega Seeschlacht. Ja, das stimmt. Länger als jede Szene aus One Piece oder aus. Na gut, One Piece vielleicht nicht, aber. Wir haben keine Seeschlachten, hier immer nur Kämpfe. Bei One Piece dauern grundsätzlich irgendwelche Schlachten 30 Folgen. Ja. Zieht sich immer ewig lang hin. Naja, gut. Liebe Leute, danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ja, ich bin sehr gespannt. Was uns alles noch so erwartet, beziehungsweise was wir alles noch so erreichen werden. Vielleicht schaffen wir es irgendwann, den Endgame-Content zu machen. Vielleicht gucken der Kubo und ich dann aber auch an,
wie das neue Content-Update aussieht. Das würde ich auf jeden Fall gerne anschauen. Das wäre sehr schön. So. Wasserschlacht und jetzt lieben Dank fürs Zuschauen. Danke fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Na, tschüss. Du machst mich ganz nass. Und schon ist es nicht mehr cool. Tschüss. Headshot.